Ja, dann können wir beginnen. Ich begrüße alle teilnehmenden Damen und Herren und ich hoffe, dass Sie die Pesach-Osterzeit auch erholend empfunden haben und Ihnen allen gut geht. Ich habe vor, heute Abend über den kommenden Wochenabschnitt aus der Tora über Parashat Shemini vom dritten Buch Mose von Sefer Vayikra zu sprechen. Und zwar, dies beginnt im 9. Kapitel vom Sefer Vayikra und hat einen für uns wichtigen, äußerst wichtigen Inhalt. Erstens wird über die Priesterweihe, die Weihe der Kohanim im Mishkan, im Wüstenheiligtum berichtet. Der erste Kohen, Priester Israels, Aaron, beginnt seinen Dienst mit einem Sündenopfer für sich und für seine Söhne. Die Intention dieser Anordnung soll verdeutlichen, dass der Kohen ein Diener Gottes ist und des ganzen Volkes selbstverständlich, und seine Sonderstellung in diesem Dienst gewährt ihm keinen Freiraum oder Status, in dem er als ein Mensch ohne Fehl und Tadel, als makelloser Mensch sein kann. Unsere Weisen erwähnen, dass der eingeführte Priester, Kohen, durch diese Sühneopfer vor allem seine eigene schwerwiegende Fehlleistung erinnert werden soll. Aaron ist doch derjenige, der während der Abwesenheit von Mose, Moses auf Drängen des Volkes das goldene Kalb, einen Götzen also zum Anbeten, anfertigen ließ. Aaron ist demnach kein ungeschriebenes Blatt, ganz im Gegenteil. Man könnte sogar aus seiner Akte herauslesen, dass er als schwer belastet gilt. Und trotzdem wird er mit priesterlichen Aufgaben eines Kohen betraut, mit der Verrichtung der heiligen Dienste im Wüstenheiligtum im Mishkan. Wie ist das zu verstehen, dass jemand, der halt schwere Fehler beging, auch solche Aufgaben weiter übernimmt? Die Exegeten des Midrasch, unserer Weisen und des Talmuds, dachten da völlig anders. Der Midrasch erwähnt den zögernden Gang Aarons in Richtung des Altars des Misbeach und Moses ihm daraufhin entgegenhält: Deine innere Unruhe, dein Gewissen und die quälende Erinnerung an jenen goldenen Kalb spricht für dich. Es zeigt, dass du ein Gewissen hast und auf dessen Stimme du in der Zukunft mehr hören wirst. Daher fiel die göttliche Entscheidung auf deine Person als erste Kohen, als erster Priester. Noch weiter geht der Talmud, die nachbiblische jüdische Literatur, im Traktat Yoma. Dort wird ausdrücklich von einem Gelehrten Folgendes vorgeschlagen: Auf einen Posten im öffentlichen Leben sollen auch solche Persönlichkeiten gewählt, vorgeschlagen werden, die durch einen früheren Fehler oder Makel belastet sind, jedoch aus ihrem Stolpern die Lehren gezogen haben, weil sie dafür bereits lang genug auch gebüßt haben. Selbstverständlich will der Talmud mit dieser Einstellung kein Kapitalverbrecher im heutigen Sinne ersatzlos rehabilitieren. Für geringfügige Fehlleistungen konnte man, bildhaft formuliert, den Grundsatz
eine formulierte Grundsatz, eine Geltung haben. Es wurde gelehrt, dass man auch solche öffentlichen Würdenträger ernennen kann, also auch ein Kohen, auf deren Rücken ihre Vergangenheit wie ein, bildlich ausgedrückt, wie ein Korb voller Würmer hängt. Sollte dem Amtsinhaber zu sehr machtsüchtig, hochmütig handeln, könnte man ihn leicht ermahnen, wenn liege nach hinten. Und dann siehst du, vergiss nicht, was auf deinem Rücken hängt. Ich meine, dass diese altertümliche Methode mit der bildhaften Darstellung auch uns erläutern kann, dass wie etwa Schuld, Sühne und Vergebung nach der jüdischen Gesetzgebung verstanden wird. Weiterhin im 11. Kapitel dieser Parascha wird für diesen Schabbat die Grundsätze der jüdischen Speisevorschriften kundgetan. Es werden aufgezählt, ich zitiere, die reinen Tiere zum Verzehr freigegeben und die unreinen Tiere, die einem Juden nicht zu essen gestattet ist. Reine Säugetiere haben nach der Tora eben halt gespaltene Hufe. Und die sind auch Wiederkäuer, so die Tora. Bei den Fischen sind die Merkmale, dass sie Schuppen und Flossen haben. Also beides nicht eine von denen. Die Reinheit, über welche die Schrift, die Tora, spricht, ist kein hygienischer Begriff. Vergessen Sie bitte die Regeln oder Bestimmungen der Hygiene im alltäglichen Sinne. Sie sagt uns aus, dass es einem Juden, der als Angehörige des auserwählten Volkes, des Gottesvolkes ist, vor seinem Schöpfer erlaubt ist, bestimmte Tiere zu verzehren oder nicht. Ich habe öfters im Rahmen des Dialogs mit nichtjüdischen Gesprächspartnern darüber diskutiert. Die wollten mir ständig Beweise liefern, dass die biblischen Gebote auch einen rationalen Grund haben müssen. Es muss einen Grund haben, warum die Tora über eine oder andere als reine Tiere oder unreine bestimmt. Zum Beispiel, es eigne sich der Schwein im Mittelmeerklima weniger zum Verzehr. Mir hat jemand erzählt, wissen Sie, wir waren mit dem General Rommer in Afrika. Und dort hat der General uns untersagt, Schweinefleisch zu essen, weil das unter diesem Klima nicht gesund und nicht angebracht ist. Meinen Sie nicht, dass es dies auch für die Tora entscheidend war? Ich habe es glatt abgelehnt. Wir richten uns nicht nach solche hygienische Vorschriften. Es sind für uns einzig und allein das Wort Gottes in der Tora maßgebend. Wenn also die Tora diese Tiere, das Fleisch dieser Tiere, Schweine oder andere, als nicht für uns erlaubt, das heißt rein, bezeichnet, dann heißt es, dass wir uns davon fernhalten sollen und dass es uns verboten ist, davon zu essen. In späteren Zeiten wieder erklärt der Talmud, dass es mir nicht geboten ist, zu sagen, dass ein Schinken oder Schweinebraten sieht so ekelhaft aus.
Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, dass mein Gott in seiner Tora uns verboten hat, davon zu essen und davon eine Speise zuzubereiten. Im Laufe der Zeit gesellten sich aus der rabbinischen Literatur, aus dem Talmud, weitere Ergänzungen zu den Speisevorschriften bis zu dem heutigen Speisekultur hinzu. Und selbstverständlich, es ist auch erlaubt, die Frage zu stellen, dass mit welcher Begründung uns die Tora, die Schrift, reine und unreine Tiere vorsetzt. Das Erstere sind für uns Juden verboten und die andere wiederum freigegeben. Man kann in der Tora einige Tiere, ebenfalls Geschöpfe des allmächtigen Gottes, unrein bezeichnen. Es ist göttliche Geschöpfe genauso wie die anderen. Der Grund liegt, wie gesagt, nicht in der alltäglichen Definition von Reinheit, die wir so im Alltagsleben kennen. Die Tora meint nicht jene Reinheit, die uns im Alltag in der Bezug vom Schlachten oder und Verzehr als unrein bezeichnet. Damit man lernt uns einzuschränken, und das ist, ich meine, gerade heute ein wesentlicher Gedanke, dass wir uns selbst Einschränkung damit auferlegen und die Schöpfung verantwortungsvoll und schonungsvoll benutzen, dass die ganze Schöpfung uns nicht als ein Reservoir von einer Speisekammer gegeben wurde, sondern die ganze bunte Tierwelt ist nicht uns zum Speisen vorgegeben worden, sondern wir müssen die Schöpfung schonen. Und das gilt auch die Tiere, beziehungsweise auf die Art und Weise, wie wir die Tiere zubereiten. Und da ist vielleicht auch ein Wort erlaubt, über das jüdische Schächten zu verlieren. Dies hat den Grund, dass wir dadurch, durch das Abtrennen der Speiseröhre und Luftröhre, all die Blutteile entfernen lassen, die uns nicht gestattet sind. Ein Juden ist das allererste Gebot schon von der Tora her, kein Blut zu genießen. Das heißt, wir müssen von den rituell reinen Tieren auch durch das Schächten, durch das jüdische Schächten, das Blut entfernen, rausfließen lassen. Das jüdische Schächten, was ja heutzutage häufig unter Diskussion steht, ist, ich lege Wert darauf, das zu betonen, dass diese ein nicht tierquälende Art ist, sondern erstens ist das Schächtmesser, was der Schächter benutzt, muss ständig geprüft werden, ob es jegliche Scharfen halt misst und makellos scharf ist, da hat es mit einem Zug die Möglichkeit, das Tier zu töten und das Tier nicht leiden zu lassen. Und das lehrt uns, uns auch einzuschränken. Es ist einem Juden nicht erlaubt, maßlos an einem Tag Tiere zu schächten, sondern nur zum täglichen Gebrauch. Und daher ist es uns aufgegeben, die Schöpfung schonungsvoll, verantwortungsvoll zu behandeln.
Jetzt wollte ich fragen, ob jemand dazu zu dem bisher Gesagten eine Frage stellen wird. Oder können wir noch weitergehen? Ich höre keine Fragen. Ich hoffe, Sie hören mich. Und selbstverständlich, damit haben wir nicht die Gesamtheit der Regeln der jüdischen Küche behandelt, sondern die spätere rabbinische Gesetzgebung von Kaschrut, von koschere Küche, fügt hinzu, dass man milchige Speisen und fleischhaltige Speisen voneinander trennen soll, dass man diese nicht zusammen verspeisen, nicht zusammen aufbewahren soll und auch nicht zusammen in einem Topf oder zusammen verzehren soll. Das ist, wie gesagt, die spätere rabbinische Gesetzgebung. Daraus ist zu sehen, dass die Gebote, die Regeln der Kaschrut, also der koschere Küche, auch von der biblischen Gesetzgebung her auch weitere Entwicklungen übernommen hat, bis dahin, dass es heute eine ganze Industrie damit befasst und beschäftigt, dass wie man koscher Fleisch oder Fleischwaren oder milchhaltige Produkte auch anbietet und auch zubereitet. Darf ich fragen? Zwischenfragen? Keine? Dann lassen Sie uns weitergehen. Diese heutige Parasha, also diese Parashat Shemini, den wir an diesem Schabbat vortragen werden, hat auch zu Beginn der Parasha ein völlig anderes Thema, das eben mit der Opferdienste der Priesterschaft im Zusammenhang steht. Aaron, wie wir schon gesagt haben, den wir nicht als durch seine Sünde, durch seine Verfehlung in dem Götzendienst, durch den ägyptischen Kulttier, goldene Kalb, sündig betrachten, dass dieser Mensch Aaron, der Bruder Moses, ist unser erster Hohepriester, ist der Kohen Gadol, der erste Kohen. Aaron hat zwei Söhne, wie die Parasha uns beschreibt, Nadav und Avihu heißen die beiden. Die beiden starben sehr jung, weil sie, wie die Tora uns beschreibt, ohne Auftrag im Heiligtum am Altar ein Feuer entfachten. Und dies hat ihnen Moses und die Gesetzgebung übel genommen. Und Nadav und Avihu wollen eigenmächtig ein Opfer darbringen. Und diese Eigenmächtigkeit wurden sie bestraft. Unmittelbar nach dem aufwendigen Opferdienst, der von Aaron und seinen Söhnen gefeiert wurde. Dieser Opferdienst endet damit, dass Moses und Aaron die gesamte Gemeinschaft der Israeliten segnen. In der Tora heißt es dazu, dass Aaron und seine Söhne ihr Opfer bringen. Und dann kam Feuer von Gott herauf, vom Altar, und verzehrte den Brandopfer. Dagegen lesen wir über die eigenmächtige, wohl selbstsüchtige, anschließende Opfer der Söhne Nadab und Avihu,
Das Feuer kam vor Gott und verzehrte sie wegen dieser ungebührenden Opfergabe. Wir haben es merkt, beiden Fällen bestand die Absicht, Gott ein Opfer darzubringen. Die Folgen jedoch könnten unterschiedlicher nicht sein. Das Opfer von Moses und seinem Bruder Aaron ist von Gott vorgeschrieben. Sie haben also vorschriftgemäß gehandelt und ist also ein Gotteserlebnis für die Gemeinschaft geworden. Das Opfer von Aarons Söhnen Nadab und Abihu ist sozusagen eine eigenmächtige Handlung von den Kohanim, von dem Priester, die zwei ebenfalls Priester waren. Moses spricht zu seinem Bruder Aaron, dessen Söhne gerade vor dem Augen des Vaters gestorben ist. Das ist, was der Herr Gott uns gesagt hat. Ich erweise mich heilig bei denen, die mir nahe sind. Und vor allem erweise ich mich vor dem gesamten Volk, erweise ich mich herrlich. Diesen Vers, das ist vom dritten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 3, haben wir etwas Wesentliches uns angenommen, nämlich, dass ich erweise mich in heilig unter denen, die mir nahe sind. Das sind die Menschen, die wir bei einem öffentlichen Gottesdienst zur regelmäßigen Durchführung der Gottesdienste geeignet halten. Also mindestens 10 Menschen, 10 erwachsene Menschen, die ja schon über 13 Jahre alt sind, die bilden eine Einheit, die bilden eine Gemeinschaft. Das ist die kleinste, geringste Anzahl, die eine Gemeinschaft bedeutet. Ich will es selbstverständlich noch mal klären, warum es 10 Männer und nicht 10 Frauen, die ja genauso gottgeweiht oder auch für wesentliche Aufgaben jüdische Frauen geeignet sind, dass sie nicht zu diesen Minyan zugezählt werden oder nicht im gleichen Maße erwähnt werden. Gemäß der jüdischen Gesetzgebung haben Männer und Frauen unterschiedliche Aufgaben, weil sie unterschiedliche Wesen darstellen. Es ist selbstverständlich durchaus möglich, dass 10 jüdische Frauen eine Minyan für Frauen herstellen oder auch regelmäßige Gottesdienste durchführen. Wenn Sie die alte Synagoge in Worms anschauen, da war ein Frauenschul, sogenannte Frauenabteilung, wo die Frauen in ihrer Gesamtheit, also mit mindestens 10 jüdische Frauen, Gottesdienste nach Männerart durchführen konnten. Das Gebot, die Mitzwa, regelmäßige Gottesdienste durchzuführen, ist für Männer bestimmt. Sonst kann ein Mann, wenn wir ihm diese Aufgabe nehmen, nicht seine Pflichten erfüllen. Für eine jüdische Frau gibt es mehrere wesentliche, wichtige oder sogar wichtigere Aufgaben. Zum Beispiel Wohltätigkeit, Barmherzigkeit, die Erziehung ihrer Kinder, die jüdische Frauen voll und ganz sich widmen können und diese durchführen können. Darf ich Sie jetzt fragen, haben Sie Fragen? Wenn dies nicht der Fall ist, dürfen wir weitergehen und vielleicht noch weiter über
über die Opferordnung sprechen. Moses lehrt uns in der Tora, dass der Herr nur diejenigen in der Nähe haben will, diejenigen näher will, die jeder Mann und jede Frau in Gemeinschaft wahrnehmen kann. Nadab und Abihu, die Söhne von Aaron, mussten mit ihrem Leben dafür bezahlen, weil sie ein Opfer darbringen wollten, wie schon erwähnt, das einzig und allein für sie selbst gegolten hätte. Ein Opfer aber steht für die Suche nach Gottes Nähe, der Gemeinschaft für alle Israeliten. Zum Opfer sagen wir auf Hebräisch mit dem hebräischen Wort Korban. Da liegt das Wort Karov. Hebräisches Wort Karov heißt nahe. Denn bei einem Opferdienst brennt Feuer und der Rauch steigt nach oben und verbreitet sich im Raum, damit die Nähe Gottes dadurch für die Gemeinschaft hergestellt wird. Aber niemals so sagen, so könnte man als aus Privatvergnügen, aus einer eigenen Laune heraus, sondern nur als Gemeinschaft, auch ein ernsthaftes Gemeinschaftserlebnis darstellen. Die Tora scheint uns am Beispiel von Nadab und Abihu die Bedeutung von Opfern aufklären zu wollen. Weil wir aber, das muss auch betont werden, seit 2000 Jahren unseren Tempel in Jerusalem nicht mehr haben, daher auch kein Opfer, kein Korban mehr darbringen können und auch kein Priester haben. Und anstelle des Opfers sind in der nachbiblischen Zeit die Gebete, Opfer, unsere Opfergaben, unsere Lippen getreten. Aaron wird von Gott gebeten, ein Opfer darzubringen, damit die gesamte Gemeinschaft die Nähe des Allmächtigen erfährt. Doch die Handlungen von Nadab und Abihu sind demgegenüber eigennützig. Ihre Opfer steht im Gegensatz zu dem Opfer der sonstigen Kohanim, das stellvertretend für die gesamte Gemeinde gilt. Als Beispiel führe ich hier das Sühneopfer an, dessen Sinn darin besteht, ich zitiere aus der Tora vom 3. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 17, Vergebung für die Sünde der gesamten Gemeinschaft zu erlangen. Das war Aufgabe oder Sinn des Opfers in der biblischen Zeit. Viele von uns heute benötigen persönliche Gebete, persönliche Formen der Andacht, um Erkenntnis, Gelassenheit oder Nähe zum Göttlichen zu erfahren. Unsere Tora lehrt uns aber, dass diese individuellen Erfahrungen mit einem Mangel behaftet sind, wenn sie nicht mit der Absicht durchgeführt werden, der Gemeinschaft zu dienen. Das ist der Grund, warum wir das Gebet in Gemeinschaft, also im Mindestmaß an Minyan, also 10 erwachsene Männer, durchführen. Unsere Tradition legt Wert auf ein Gleichgewicht zwischen individuellen und gemeinschaftlichen Ritualen. Es gibt tägliche Gebete, die wir allein für uns sprechen können, im geschlossenen Kämmerlein, insbesondere jetzt, wo wir von der Gemeinschaft, von gemeinschaftlichem Gebet abgeschlossen und getrennt sind. Um Gott für unseren Körper, für unsere Seele täglich zu danken. Oder es gibt Segenssprüche, Brachot, Benediktionen, die wir über Essen, Trinken und über die Wertschätzung der Welt sprechen.
die stille Amida, das sogenannte 18 Gebet, spricht jeder für sich. Das ist ein Privatgebet zuallererst. Aber die meisten Segenssprüche gelten hier für die ganze Gemeinschaft, von dem Individuum heraus. Natürlich ist es möglich, ganz alleine für sich zu beten oder Zwiesprache mit Gott zu halten. Doch bestimmte Gebete, die Gott heiligen, können nur gesprochen werden, wenn wir in der Gemeinschaft mit mindestens 10 erwachsenen Männern sprechen. In einem sogenannten Minyan, also Zehnerzahl, spricht, wenn 10 religiös mündige Erwachsene versammelt sind, die Vertretung in der Vertretung der ganzen Gemeinschaft zu beten. Ob individuell oder persönlich oder in der Gemeinschaft und zusammen, unsere Gebetsordnung bereichert unser Seelenleben. Die Gebete machen unser Herz fürsorglicher, machen uns aufmerksamer der Gemeinschaft gegenüber. Sie befriedigen eigene Bedürfnisse und stiften Gemeinsinn, während wir in diesem Gebet nach Gott streben. Das sind etwa die wesentlichen Inhalte dieser Parasha von nächsten Schabbat, die ebenfalls erwähnenswert sind und uns auch im Alltagsleben eine wesentliche Bedeutung haben. Nicht nur das Speisegesetze geben wegen, sondern auch die ethische und moralische Inhalte wegen, die uns Gebet, Kult auch weitergeben. Jetzt wollte ich Sie fragen, haben Sie noch Fragen, Anmerkungen, etwa Beiträge, Ihre Einstellung, was Sie vielleicht klarstellen wollen? Ja, ich habe eine Frage. Bitte schön. Guten Abend, Herr Rabbiner Dr. Berger. Shalom, guten Abend, Herr Ilkowitz. Guten Abend. Es betrifft die Kohanim. Man ist ja Kohen durch Geburt und diese Eigenschaft überträgt sich vom Vater auf den Sohn. Richtig. Andererseits, das Jüdischsein, das überträgt sich von der Mutter auf das Kind. Warum wird auf der einen Seite das von der Mutter abgeleitet und auf der anderen Seite vom Vater? Den Grund sehe ich darin, dass auf Latein sagte man Mater Certas, die Mutter ist immer sicher. Und der Vater war halt nicht immer sicher, auch im Altertum nicht. Und Väter hatten auch im Altertum mehrere Frauen. Das heißt, Kohen zu sein, das ist eine direkte Linie vom Vater. Wenn der Vater ein Kohen ist, ist der Sohn ein Kohen. Die Tochter dagegen ist zwar Bat Kohen, eine Tochter von einem Kohen, aber übt keine Funktion aus. Der Kohen, der Sohn des Vaters, hat im Altertum ja priesterliche Funktionen ausgeübt. Heute, da wir kein Tempel, kein Bet HaMikdash, kein Altar haben, hat der Kohen im jüdischen Leben, im jüdischen Alltagleben zweier Funktionen. Erstens, er wird bei Birkat Kohanim, darf er vor der Gemeinschaft reden, den Segen, den aaronidischen Segen aussprechen. Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die man eine Frau ungern zuführen wollte. Und zweitens, bei öffentlichen Tischgebeten nach dem Essen wird erst ein Kohen erwähnt, beehrt mit den Menschen. Diese Rollen hat der Kohen bis heute behalten. Und aus dem Vater väterlichen Abstammung, wie gesagt, ist deshalb, weil dies für Jude sein
Wie der Talmud sagt, Havlat Holech Acharaim, das ist ein Grundsatz geblieben bis zum heutigen Tage. Jüdische Abstammung kommt der Mutter zugute. Damit können wir auch sagen, dass die Gleichheit zwischen Vater und Mutter, zwischen Mann und Frau, auch diese Beziehung auf der Seite der Frau ausschlägt. Und ich meine, ich würde das so sehen, dass diese priesterliche, kultische Aufgaben gehen nach dem Mann. Und die wichtige jüdische Zugehörigkeit richtet sich nach der Frau. Und daher, wie gesagt, ist ein Jude, der eine jüdische Mutter hat, beziehungsweise ist er zum Judentum konvertiert. Wir haben in unserer Gemeinde einen Kohen, der eine Nichtjüdin geheiratet hat. Das ist eine schwerwiegende Frage heute. Nicht die Frage, es ist problematisch für ihn. Er hat damit nämlich seine Rechte in der Gemeinschaft als Kohen verwirkt. Er hat nämlich etwas getan, was die Tora ausdrücklich einem Kohen sagt, dass er muss eine jüdische Frau, sogar Mädchen, heiraten. Das heißt, hat er das nicht getan, er ist weiterhin Kohen, aber ist von kohanitischen Würde sozusagen, Amt kann man nicht mehr sagen, enthoben. Noch problematischer sind dann seine Kinder. Ja. Was sind seine Kinder? Also die sind gewöhnliche Israeliten, aber haben kein Anrecht auf kohanitischen Status. Wie ist es bei den liberalen Juden? Das sind, wie gesagt, meine Frau flüstert mir zu und ich nehme jegliche Zuflüsterung gerne an. Es ist einer der wesentlichen Unterschiede in der heutigen jüdischen Gemeinschaft zwischen traditionelle jüdische Gemeinden und sogenannte liberale oder Reformgemeinden. Eine traditionelle jüdische Gemeinschaft würde sich auf diese grundsätzlichen Gebote von Kohen und von jüdischer Frau und jüdischer Kinder sich berufen. Die Liberalen lehnen die Kehuna, also die Priesterschaft für die heutige Zeit ab, weil sie sagen, es ist überhaupt nicht sicher, dass jemand, der von sich behauptet, er wäre ein Kohen, dass er wirklich ein Kohen ist. Die gehen davon aus, dass diese Linie schon in früheren Zeiten abgebrochen wurde. Also er ist kein gerechter Kohen. Und daher lehnen sie das ab, die kohanitische Zugehörigkeit. Und auch das ist der Grund, warum es, wie ich heute die Ausdrücke wahrnehme, Vaterjude, dass jemand Jude ist nach dem Vater, was für eine traditionelle, gesetzestreue jüdische Gemeinde nicht zählt. Der ist demnach kein Jude, wenn nur der Vater Jude ist. Die Liberalen gehen davon aus, dass sie auch solche als Juden akzeptieren. Das ist, wie gesagt, deren Angelegenheit. Und bisher war es so, dass unsere Einheitsgemeinden haben sich auf diese Linie verlassen, die niemanden aus der Gemeinschaft ausstoßt. Das heißt, ein jeder konnte dann in jeder Gemeinde gewiss davon ausgehen, dass hier die traditionellen Werte gelten, auch was Kohen oder Jude sein betrifft, und nicht liberale Werte, die einen gesetzestreuen Juden dann von der Praxis ausschließen. Tja, hat jemand noch Fragen nach diesen interessanten und wertvollen Fragen von Herrn Hilkowitz aus Pforzheim?
Ich sehe keine anderen Fragen. Dann schließen wir diesen heutigen Abend. Und ich hoffe, dass Sie haben einiges mitbekommen, was Ihnen als wichtig oder wertvoll erscheint von dieser Parascha. Und wir konnten vielleicht auch darlegen, dass eine Parascha ein Wochenabschnitt nicht nur in dem Sinne gilt, was wortwörtlich dort drin steht, sondern was die Exegese, was die Lehre daraus gemacht hat und was die Lehre hinzugefügt hat. Ein Beispiel war dafür die Einrichtung Minyan. Und das ist vielleicht nicht uninteressant zu erzählen, dass dies in den früheren jesuanischen Gemeinden auch der Fall war, diese Zehnerzahl der Betenden. Weil an einer Stelle ist in einem neutestamentarischen Schrift darüber die Rede, dass Jesus beziehungsweise 9 Aussätzige, also schwer kranke Menschen nach altertümlichen Maßstäben, gehen durch und die suchen jemanden zum Gebetsgottesdienst. Und die können ihr Gottesdienst nicht durchführen, denn sie sind zu 9. Und Jesus meldet sich, ich bin der 10. Das heißt, diese Tradition war bei der frühchristlichen Gemeinde ebenfalls klar. Ich wollte aber vielleicht mit einem jüdischen Beispiel schließen. Man sagte, dass ein chassidischer Rabbi erwähnte, dass wie sozial oder wie menschlich wir sind. Er sagte, dass 9 reiche Männer und gelehrte Männer und bekowedige Gemeindemitglieder können kein Gottesdienst, kein Minyan durchführen. Aber 10 einfache, sogar ungelehrte arme Schlucker bilden eine Gemeinschaft. Das ist in der Tat bedeutende und auch soziale Unterschied, die uns wirklich nachdenken lässt. Frau Berger, jetzt habe ich eine Frage. Braucht ISKOR ein Minyan oder nicht? Kann man ISKOR zu Hause allein lesen oder nicht? Ich verstehe nicht. Das können Sie sagen. Selbstverständlich ja. Ein Minyan braucht man vielleicht wegen 3 besondere Gebete. Erstens zu Borchu, weil da muss die Gemeinschaft antworten. Er sagt, der Vorbeter, segnet dem Herrn der Segnete. Die Gemeinschaft antwortet, gesegnet ist der Herr in Ewigkeit. Das ist 1. Dann beim Gedusha. Bei der Wiederholung der Fila, wo auch ein Dialog, ein Zwiegespräch entsteht zwischen Gemeinde und Vorbeter. Und dann selbstverständlich beim Kaddisch. Nicht nur beim Trauerkaddisch, sondern jegliche Form vom Kaddisch kann nur mit Minyan gesprochen werden, weil die Gemeinschaft muss Antwort geben. Jetzt komme ich auf Maskir. Selbstverständlich in Maskir spricht man auf Kaddisch oder andere Gebete, die der Gemeinschaft gebunden sind. Und es ist auch der Sinn von Maskir, dass eine Gemeinschaft in Gemeinsamkeit gemeinsam für ihre Toten gedenkt oder ihre Toten erwähnt. In früheren Gemeinden hat man
die Toten, die bedeutenden persönlichen Geigen der Gemeinschaft bei Maskir aufgezählt. Und Maskir waren zu solchen Anlässen eingefügt, wo die Gemeinschaft garantiert zusammenkommt, also Yom Kippur, zu den drei Wallfahrtsfesten, Sukkot, Pesach und Shavuot und bei Gedenkgebete, was ja erst mittelalterlich eingeführt wurde, Jahrzeit. Jahrzeit ist eine Einrichtung der deutschen Juden. Es ist eine aschkenasische Einrichtung, wo jemand am jüdischen Todestag, vom jüdischen Kalender her, dies damit begeht, dass in der Gemeinschaft er seine Eltern oder Angehörige gedenkt, ihrer gedenkt und Kaddischgebet wegen ihnen oder für ihr Wohl, seelischen Heil spricht. Daher ist auch, wie gesagt, bei Maskir ein Minyan erforderlich. Bei Iskor nicht. Bei Iskor nicht. Bei Iskor, Sie können allein Iskor sagen, aber es ist eher der Gemeinschaft zugeschrieben. Das heißt, dass es in der Gemeinschaft den würdigeren Platz oder Ort hat. In heutigen Zeiten, in Notlage, müssen wir damit leben, dass wir Maskir auch allein sprechen müssen, weil wir sozusagen unser Leben zu schützen haben. Warum lesen wir nur viermal Iskor im Vergleich mit Kelmale? Warum dieses Gebet ist so limitiert? Es ist, Kelmale Rachamim ist nicht limitiert. Kelmale Rachamim können Sie bei jedem Jahrzeit, bei jedem Monat. Im Vergleich mit Kelmale Rachamim. Iskor muss man nur viermal sagen. Kelmale kann man vielmal sagen, ohne Minyan, ohne so. Aber warum die Iskor, die braucht nicht Minyan, warum nur es viermal? Es braucht Minyan nur. Es ist ein Unterschied zur Not, wie wir jetzt in der Not sind, müssen wir sogar alleine sprechen. Aber normalerweise brauchen wir ein Minyan. Wie Ausnahme, aber warum viermal? Wir haben nur viermal Iskor. Ich erkläre, warum frage ich. Ja. Ich im jüdischen Gemeinde lese viermal Stolpersteine. Öffnung von Stolpersteine. Und dann kommt... Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Stolperstein und Vorlegung. Ja. Und dann lese ich nur Kelmale. Iskor nicht. Ich habe ihn gefragt, einer Rabbiner hat gesagt, bei der Iskor ist ein besonderes Gebet, muss man nur viermal sagen, nicht mehr. Unsere Weisen haben es bestimmt aus dem Grunde, dass die meisten Juden schon von früheren Zeiten waren an diesen Tagen dabei. Da hat man diesen Anlass benutzt, um diese Gedenkgebete zu sprechen. Ich habe aber nicht verstanden, was meinten Sie? Wenn Stolpersteine verlegt werden. Wenn Stolpersteine verlegt werden, dann sagt man Kelmale Rachamim. Kelmale Rachamim ist ein Gebet für einen Anlass, für jegliche Anlass, wo man Toten gedenkt, Märtyrer gedenkt oder auch solche, die aus einem unnatürlichen Tod gestorben sind. Ja, ich mache es, aber ich erkläre, warum die Iskor ist mit nur viermal limitiert. Ja, Iskor ist von unseren Gelehrten, das ist eine aschkenasische Tradition, dass diese zu den Feiertagen gebunden ist. Sie könnten auch fragen, warum am Rosh Hashanah nicht und am Yom Kippur ja? Das ist also Rosh Hashanah und Yom Kippur. Yom Kippur schließt eine Periode von Rosh Hashanah ab und daher ist der Maskir am Yom Kippur gesetzt worden. Viermal, weil die Menschen von früher waren lange Zeit vor der Shoah
nicht mit solchen Tragödien behaftet wie wir. Das muss man nicht viel mehr als viermal lesen. Nur für diese nur viermal. Schauen Sie, Sie lesen diese sehr persönlich für Ihren Vater, Mutter, Großvater, Großmutter oder sonstige Verstorbenen. Und diese können Sie, Maske tragen für diejenigen, die bedeutende Persönlichkeiten Ihrer Gemeinde waren. Deswegen habe ich gefragt, ich musste diese Frage erklären, warum. Nein, das ist kein Problem. Es ist sehr natürlich und ist auch wichtig, dass Sie das gefragt haben, weil diese Frage taucht vielleicht bei anderen auch auf. Es ist ein Unterschied zwischen einem Kirmale Rachamim, was ja bei jedem Anlass gesprochen werden kann, und ein Yiskor, das ein festgefügter Teil der Gemeindegottesdienste sind. Ein Kirmale Rachamim müssen Sie nicht ein Minyan unbedingt haben. Bei Yiskor ist es angebracht. Nur zur Not kann man alleine sprechen. Diese Ausnahme verbindet nur mit Corona-Zeit, ja, das ist ohne Minyan. Also das ist eine, leider, eine jener Ausnahmen, in der wir jetzt stecken und daher uns halt intensiver rührt. Vielen Dank für Ihre Frage. Tada. Hat jemand noch Fragen? Wenn dies nicht der Fall ist, dann bedanke ich bei allen Damen und Herren, die heute anwesend waren, aktiv teilgenommen haben. Und wie gesagt, wir werden, so Gott will, nächsten Dienstagabend unser Schiur fortsetzen. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Bleiben Sie gesund. Ja. Ja. Voltuf, Shalom Uracha. Vielen Dank auch an Ihre Frau. Shalom Lidraot. Shalom Lidraot, Herr Hilkowitz. Haben Sie das gehört mit der Frau? Die gehört? Ja.